Jo, und damit willkommen zu einem neuen Gameplay, nämlich hier zu Red Orchester 2, Heroes of Stalingrad. Und wenn ihr schon das hört, wisst ihr schon, es wird ein bisschen brutal. Ja, möchte ich bitte. Und wir spielen einfach auf einem x-beliebigen Server und natürlich da am besten, wo viele Leute drauf sind. Und natürlich muss man, glaube ich, nicht viel zu diesem Spiel sagen, weil es wird einfach ein bisschen ein bisschen rumgeballert. Und dieses Rumballern wollen wir wirklich dann mal starten. Wenn ja nicht noch im Hintergrund kleine Nebengeräusche werden. Bitte ignoriert diese kleinen Nebengeräusche. Ich habe die jetzt leider vergessen. tut mir wirklich leid. Aber es kann jetzt mal passieren, ne? Ist recht spontan, dass wir das hier aufteilen. So. Es soll losgehen und nicht so viel laden. Lalalalila. Lokololo. Tschala. Lokolokolo. Tschokololo. Kolololo. Ich fühle mich ab und zu ein bisschen, ne? Ich könnte irgendwie so noch ein Lied vielleicht draus machen. Ne? Laden, laden, ich liebe Laden, laden. Laden, laden ist doch so schön mit Laden, laden. Und wir laden, laden durch die kleine Welt. Und so laden wir heute Nacht auch alles hoch. So, und wir machen einfach mal Sturm, nee, wir machen mal, ist laut, MG, da, nee, lieber die MG, ja. Ja, los geht's, ein bisschen hier, das Spiel, das sind wir jetzt und wir müssen hier jetzt auch erstmal raus. Art wie COD, bloß ein bisschen detailgetreuer. Weil, kennt ihr noch die Geschichte von Stalingrad? Oh, oh. Da war er. So, auf der Karte sehen wir nicht recht viel. Wir sehen auch die Gegner rechts. Bruder, er ist auf unserer Seite, nicht schießen! Oh, 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 oh. Entschuldigung. Mein Finger war ein bisschen schneller heute wieder. Ey, wo kam der denn her? Aus diesem kleinen, schnuckligen Fenster. Ja. Ich bin ja auch schon mal gestorben. Fuck. Ja, ja, ich hab den da rauskommen sehen. Der hatte da auf mich geschossen. Ich hab's gesehen. 6, 5, 4. Lohnt ihm mal zu starten. 3, 2, 1. Ja, wir haben das Match verloren. Ei, ei, ei. Nicht so schlimm. Hier muss auf Stalingrad. Also, ja.
Red Orchester 2. Nur merke ich das ja. Der hat minus einen Punkt. Oh, oh, oh. Das ist schon nicht gut. Ja, auf jeden Fall ähnlich aufgebaut wie COD, beziehungsweise wie jeder andere normale Shooter in Real Life. Hier hat es aber ein bisschen mehr so einen Sinn, dass man tatsächlich hier so was alles aufbaut, etc. pp. Ne, aufbauen kann man schlecht sagen, ne? Also wir führen tatsächlich wirklich Krieg in diesem Spiel und das ist natürlich nicht schön, aber müssen es leider so hinnehmen, ne? So, wir zeigen euch noch diese Runde, weil es ist ja eigentlich meistens immer so das gleiche Spielchen. Da wir hier in diesem Spiel den Multiplayer-Modus euch zeigen können, zeigen wir euch das einfach und wir stellen die Verbindung her und starten auch direkt rein. Und ich nehme dieses Mal die MG wieder. Einstieg Warteschlange-Spiel beginnt in 10 Sekunden. Die Eindringlinge werden nicht noch mehr von Stalingrad bekommen. Wir haben ihre Offensive zum Stillstand gebracht, Tovarischi. Die Faschisten sind jetzt verzweifelt. Wir werden die Schlacht hier entscheiden. Zum Sieg, Brüder! Und da geht's los. Also die kommen irgendwo von hier drüben. Ich habe jetzt natürlich leider nicht die Tasten im Kopf oder in Funktion. Du verlässt die Kampfzone! Keinen Schritt weiter, sonst wirst du erschossen, Soldat! Da drüben! Stoi, Tovaric! Da hab ich einen gesehen. Jetzt hier den Einstieg auswählen. Alles ruhig hier. Der mir aber total wurscht ist, weil der Einstiegspunkt recht blöd liegt. Aber es geht gleich weiter. So, da sehen wir ihn hier ein bisschen rumliegen. Ein bisschen Camper nennt man das auch. Und hier so voll an der Grenze. Muss mich natürlich jetzt erstmal hier in die Kampfzone übergeben. Weil wir in der Kampfzone sind. Wir müssen sofort durchbrechen, sonst werden wir alle verlieren. Ei. Da lag einer. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Das war eine Atombombe, glaube ich. Den haben wir geschossen. Ich bin getroffen! Also, muss ich irgendwas erklären? Irgendwie klappt das bei mir nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Ne? Ja, ich habe nicht drauf geschossen. So, 130 Meter. Was?
müssen wir treffen. Beziehungsweise versuchen zumindest. Mal wieder welche finden. Los jetzt, Männer! Schieß wieder ab! Ich hab mich unter Feuerfeuer! Ich bin verletzt! Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr so richtig drauf. Ihr merkt das schon so ein bisschen. Ihr könnt es einfach aber mal selber ausprobieren. Ups, Entschuldigung. Ihr könnt es einfach mal selber ausprobieren. Hier ist auf Stalingrad, Red Orchestra 2. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim selber Spielen und sagt damit Tschüss und auf Wiedersehen.